So, ihr Lumpis da draußen, weiter geht's mit RimWorld. So, es gab mal wieder ein paar Kommentare, da muss ich mich jetzt gleich dran machen, sonst vergesse ich das wieder alles. Und zwar, die Idee war, hier diese Zone zu verkleinern, damit da nicht was hingebaut wird, hingelegt wird und nicht dann hier das verstopft wird, sondern dann ist dann das hier, das macht ja nichts. Das ist nicht so schlimm. Das war ein Kommentar. Und dann, was noch? Ah ja, wenn man so die Annahme ein Regal baut, das können wir ja ruhig aus Holz bauen, wir haben ja genug Holz, und das zum Beispiel hier hinstellt, kann man da auch Kräutermedizin reinmachen, ohne dass das verrottet. Ich will das mal ausprobieren. Ich stelle mal hier das Regal hin und nachher stellen wir das ein, was da alles rein darf. Und zwar nur die Kräutermedizin. So, und eine weitere Sache war Bäume. Die Leute wollen ja Bäume sehen. Umso mehr Bäume, umso besser. Aber diese Bäume hier, die zählen dazu nicht. Das heißt, wir müssen hier noch ein paar andere Bäume irgendwie hinmachen. Irgendwo. Und ich weiß auch nicht, ob die hier zählen. Wahrscheinlich schon, ne? Müssen wir irgendwo noch einen Wald hinmachen. Ich weiß jetzt aber noch nicht wo. Und ich weiß noch nicht wann und wie und wieso. Hier theoretisch werden die doch gesehen. Oder hier, wir könnten so Alleen machen. Ja, warte mal. Oder? Jetzt hier sagen, Zone ermeinern. Ich jetzt sage hier... Boah. Kann ich nicht, weil da ja... Scheiße. Weil er ja keine Boden ist. Kein Boden, ne? Aber wir könnten versuchen, vielleicht hier zwischen einfach ein paar Bäume pflanzen. So als... So als Dings halt. Aber nicht Kartoffelpflanzen? Nein. Drachenbaum, gibt's auch andere Bäume? Ich glaube nicht, ja? Dann nehmen wir halt die Drachenbäume. So. Damit die Leute hier schön Bäume sehen. So, dann sind das so Alleen. Ne? Gucken, ob sie hier auch noch was hinbauen. Keine Ahnung. Wir werden sehen. So. Hier oben müssen wir auf jeden Fall noch zumachen. Hier wieder alles reparieren. Hier müssen ja noch Leutchen wieder weggekarrt werden. Und die ganzen Tierchen müssen wir mal wieder einfangen. Es ist doch immer dasselbe. Ach ja, und dann war noch was. Genau, im Krematorium das hier natürlich wegmachen. Die Waffen wollen wir ja hier einschmelzen. Und zwar, hier einschmelzen. Und zwar war die Überlegung, ich mache einmal so das hier, ne? Waffe einschmelzen. Und dann machen wir nochmal Waffe einschmelzen. Und zwar... Hier sollen es alle Waffen sein, und zwar nur biokodierte. Ne? Damit die biokodierten Waffen wegkommen, die sind ja auch Quatsch und das machst du auch immer. Und hier dann die Waffen, die ich behalten will, eben nicht einschmelzen. Aber wir haben jetzt hier schon mal einige neue bekommen. Ich wollte mal gucken, ob hier irgendwas Grandioses dabei ist, aber eigentlich ja, sieht nicht so aus. Also... nichts über normal. Das ist auch nur eine biokodierte. Präzisionsgewehr. Ja, das brauchen wir jetzt alles so nicht. Mir wären jetzt eigentlich noch ein paar EMP-Granaten. Wären jetzt gar nicht schlecht, glaube ich, für den Angriff auf die blockierte Sonne. Aber ich glaube, die kann ich jetzt so noch nicht bauen, ne? Kann ich jetzt so nicht bauen. Hier sowieso nicht. Wenn dann hier. EMP-Granaten. Doch. Gut, dann machen wir mal eine Dings hier. Aber zack ich dann. Was braucht's denn? Stahlbauteile. Ja. Weil da tue ich jemanden mit ausstatten, der dann schön die da hinschmeißt immer. Die EMP-Granaten. So, da kümmert sich schon einer drum. Kartoffel ist verrottet und Heilwurzel ist verrottet, weil es hier... Nee, keine Ahnung.
Warum verrottet es? Oh, hier, das Ding ist kaputt. Das ist auch wichtig. Melissa, was machst du? Poker spielen? Mach mal gerade das hier eben, weil das ist jetzt gerade wirklich wichtiger. Und Sam führt schon mal ein paar Tiere wieder rein. Wir haben keinen Strom mehr. Okay. Warum das denn? Hier fehlt wahrscheinlich der Strom. Ja, daran wird's liegen. Da müssen wir hier noch bauen und das bauen. Also da, Melissa. Die meditiert und hier wird gebetet. Ich bin dafür, dass ihr mal eben kurz hier die Stromversorgung wieder hin macht. Also zumindest mal die Stromversorgung so hinmacht, dass die zu den Batterien kommen. Der Strom hiervon, das wäre mir doch sehr angenehm. So weit seid ihr aber noch nicht. Hier ist bereits ein identisches Objekt. Entschuldigung. Melissa. Ach, jetzt hat der Wu hat eine Seuche. Wu, wieso hast du denn jetzt eine Seuche? Plötzlich. Also der Wu, der hat alles, ne? Der kriegt allen Scheiß. Es ist nicht normal. Frank, geh mal kurz den Wu behandeln. Hoppity hopp. Und Melissa, Stromkabel bauen. Wie fehlgeschlagen bist du denn noch? Ich will jetzt hier Strom haben. Da oben jetzt noch, jawohl. Wir verrotten doch mal wieder alles hier unten. Haben wir jetzt wieder Strom? Das ist nicht so richtig. Fehlt noch irgendwo Strom? Nee, eigentlich nicht. Reicht aber gerade noch nicht, hä? Reicht aber gerade noch nicht. Leute, genau, hol du mal schön das Dromedar. Wir brauchen jetzt nachher die Dromedar, um zu den Mechanoiden vorzudringen. Wichtig ist, dass wir hier Strom haben. Dass die Kühlung da ist. Frank ist nicht mehr inspiriert. Bin ich nicht in Ordnung, dass der Frank nicht mehr inspiriert ist. So, Cat baut hier die Waffen. Und Sam kümmert sich um die Tiere, das ist okay. Es wäre auch super, wenn irgendjemand mal noch hier die Waffen einschmelzt, damit wir hier wieder Platz haben. Haben wir denn genug Gräber? Gräber haben wir. Gräber haben wir und der Fischi langweilt sich bestimmt. Natürlich. Eine Heilerin, weißes Stinktier, befindet sich auf der Durchreise. Okay. Das weiße Stinktier. So, wieso sind die jetzt hier? Ist da was kaputt? Fehlt da was am Zaun? Ach komm, Leute, schon wieder ein Überfall. Und Tunnelgräber einsetzen. Oh, ihr seid ja. Ach Gott. Das alles oder was? Weißes Stinktier ist da auch in der Nähe. Ne, hier unten sind auch nochmal welche. Das dachte ich mir doch fast. Okay, Leute, einmal aufstehen, alle bitte. Ganz kurz mal hier zusammenkommen. Ich will mal schauen, wo die jetzt hier den Tunnel graben wollen. Hier. Okay. Kannbal. Der Kakaobaum ist verrottet. So, die gehen erstmal auf weißes Stinktier. Das ist nicht nett. Killen erstmal die. Wie finde ich denn das? So, ihr werdet hier schön empfangen, das sage ich euch. Nur herein. Noch jemand? Ja, die haben das jetzt ungeschickt gemacht, aber was soll's. Gott, das Ding trifft ja auch nichts, ne? Einmal drangehauen, war es kaputt. Ihr wollt doch jetzt hier Koboldäffchen. Was hast du vor?
Ah, ich dachte schon, der will das kaputt machen. Was machen die jetzt da? Wir wissen es nicht, ne? Aber so die Schlausten sind sie irgendwie nicht. Warte mal. Nee, mach das mal nicht. Ihr bleibt mal hier stehen. Melissa. Ash, geht mal vor hier. Ash, geh mal vor zum Koboldäffchen. Die anderen kommt hier nach. Och, jetzt drück. Ash, du mit deiner Monsterwaffe. Komm, ihr könnt mal hier stehen bleiben und schießen. Oh, Ash liegt schon am Boden. Müssen wir gleich retten. Vagabunden erbittet Hilfe. Ja, sofort. Wu stand einfach nur hier rum. Upf, ich hab nichts getan. Für Frank. Frank, du gehst mal Ash retten. Das schafft die. Dann haben wir aber noch Zebra. Ah, schafft die auch. Das soll Melissa machen. So, und die anderen bitte mal wieder hier kurz sich erholen. Frank, du kannst eigentlich auch den Kampfmodus wegmachen und dann die retten. Genauso wie Melissa ist wahrscheinlich besser. Weil die dann nämlich gleich die auch behandeln. So. Das war so unnötig, weißt du? Was will ich mit denen? Die können ja nichts. Muss ich jetzt nur wieder begraben alle? Ja. Der Emre. Der schafft's vielleicht. Lebt da noch einer? Wollte da noch einer irgendwie was? Habe ich da was gehört? Kommen da noch mal welche? Nee, alles gut. So, das bitte. Das. Oh, eine meisterliche schwere MP. Das könnte noch was sein. Das ist ja Ash ihre Waffe. Vagabunden erbitten Hilfe. Eine Gruppe von armen Reisenden nähert sich Hilfe suchen. Die Reisenden betteln um 1170 Silber. Sie wollen mit dem Silber einen Freund zurückkaufen, der kürzlich entführt wurde. Okay. 1170 Silber. Habe ich denn so viel? Gerade so. Kannst du das machen? Nee, du bist ja so langsam, ne? Wer ist denn hier noch schnell? Fischi, dir ist doch immer so langweilig. Ja, aber denen geht's gerade auch nicht so prickelnd. Denen geht's allen nicht so prickelnd. Na, Steven musste wenigstens nur was essen, dann geht's ihm schon wieder besser. Also poste auf, Stevens, dann machst du das. Wo sind die hier jetzt, die Vagabunden? Mit ihrer Kohle? Hier unten. Stevens. Kann ich denn das jetzt? Das will ich gerne machen. Wie ging das jetzt nochmal? Muss ich jetzt hier aufs Silber? Nee. Muss ich erst wieder denen sagen, die warten, bis die da sind, oder was? Dromedar, Teufelsgarnpilz ist erfroren. Nee, er verrottet. Wir müssen jetzt erstmal die Jungs hier retten. Melissa macht Zebra und Frank kümmert sich um Ash. So muss das sein. So, Stevens können wir jetzt nicht. Doch. Gib Silber. Ah, so komme ich ja nie dazu, dass wir hier mal zu den Viechern, zu den Mechanoiden gehen, Menschenskinder, wenn die hier die ganze Zeit so Blödsinn machen. So. Komme ich ja nie dazu, dass die mal kurzfristig einfach mal mich in Ruhe lassen, damit ich da mal kurz was machen kann. Ist ja verrückt. So, sind alle behandelt.
Nee, der Sure noch nicht. So, Melissa, kannst du mal den Suren behandeln? Der ist auch noch nicht behandelt. Frank, mach mal hier. Was macht ihr denn, Leute? Wisst ihr? Also, Cat ist behandelt. Hier, Ash ist behandelt. Und Zebra auch, okay. Und Wu auch. Gut. So, jetzt muss ich aber aufpassen, dass keiner hier die Waffe hier, einschmelzt, ne? Das wäre blöd. Ach halt, und jetzt guck mal, hier, das Ding ist fertig. Ich will nämlich hier Lager alles verbieten und zwar nur Kräutermedizin erlauben. Wir will mal schauen, ob das da schlecht wird. Suren, wieso läufst du wieder? Wittert Ash. Ah ja, die Bettler verlassen das Gebiet mit den gewünschten Gegenständen. Ja, wunderbar. So, Melissa, wenn du gerade schon dabei bist, dann mach mal hier noch die Wand. Ich weiß, das gefällt dir jetzt wahrscheinlich nicht. Eine Zebra geht schlecht. Da. So, schön auf die Waffe von Ash aufpassen. Gut, da ist zumindest mal die eine Wand wieder klar. Und das Ding hier hat ja überhaupt nichts gebracht, ne? Muss man sagen, der hat hier so ein bisschen pöp geschossen, dann war er aber kaputt. Von dem her sinnlos. So, Ash, Wundinfektion. Ganz schlecht, ganz schlecht. Azorin behandelt schon. Das ist gut. Echtes Ohr abgeschnitten. So, Ash. 70% Behandlungsqualität, das war ganz gut. Und Wu braucht auch schon wieder eine Behandlung. Oh, Leute. Die ganze Zeit behandelt. Ich komme hier auch nicht zum Aufräumen, ne? Wir brauchen eben noch so viel, viel mehr Gräber. Ich sehe schon, dass mir mein Essen nicht ausreichen wird. Im Wu geht's nicht gut. Affe ist vollständig geil. Das Gute ist, dass die Dryaden. Was? Hat's denn jetzt? Die extreme Seuche, aber das sieht gut aus mit der Seuche. Melissa. Kannst du mal kurz dich um Wu kümmern? Das wäre sehr, sehr nett von dir. Tipp, 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 tipp. So, die Dryaden, die begraben mir hier die Leichen. Das ist sehr, sehr gut. So, Wu, jetzt müssen wir mal schauen. Das sieht gut aus bei dir. Bist ja schon bei 96%. 90%, was macht hier die Wundinfektion? Auch sehr gut. Und schon hat er es überstanden. So. Ach, die Dinger sind auch fertig. Ja, da müssen wir mal überlegen, wem wir diese EMP-Handgranaten in die Hand drücken. Jetzt habe ich mal kurz gucken, nicht, dass ich da denen jetzt gesagt hab, sie sollen die Granatwerfer, meine ich aber nicht. Sind das Nahkampfwaffen oder was? Unter was laufen die denn? Die EMP-Handgranaten. Kann ich die gar nicht zerstören? Na, dann ist ja gut. Dann ist ja gut. So, Ash, du könntest mal wieder gesund werden, damit wir dich, damit du wieder dein Schwert kriegst. Schleunigst. So, was ist eigentlich mit dem hier? Kommt der auch mal hier, antiker Ideologismus? Ideologismus. Ja. Geht noch ein bisschen, ne? Bis der da rauskommt.
Die Tiere rennen hier auch rum. Nur wegen diesem Ding hier. Nee, du sollst dich damit nicht... Du sollst nicht das damit machen, sollst irgendwie was anderes damit machen. Es irgendwie wegbringen, damit die Tiere in das Gehege können. Ich glaube, weil das jetzt offen ist. Voll nervig. Weil es jetzt offen ist. Achso, ich brauche hier einen freien Lagerplatz. Affe. Kannst du mal hier ein bisschen... Nee, kannst du nicht. Du auch nicht, ne? Doch. Meld's doch mal hier irgendwas ein. Da, genau. So ein Mist. Perfekt. Stevens macht das super. Und dann... Kannst du nämlich gleich mal hier... Wieso nicht? Da ist doch ein freier Lagerplatz. Dann schmelzt halt noch eine Waffe ein. Eieieiei. Ach, hier wurde jetzt, bringen sie jetzt die Granaten hin. Feuer! Jungs! Ah, jetzt ist das Ding weg. Ist denn der Zaun hier noch da? Anscheinend nicht. Eigentlich war das ja ein Tor. Oder? Hallo? Zaun, Tor. Können wir aus Holz machen? Gar kein Problem. Ja, ich meine. Zauntor. Zebra kann wieder laufen. Affe geht's aber nicht gut. Wir müssen echt... Du kannst dann aber auch aufhören. Hier. Mach was anderes. So, nichtsdestotrotz können wir irgendjemanden die EMP-Granaten geben. Bin ja für Wu. Komm, Wu hat sonst nix. Nimm du mal die EMP-Granaten. Er ist auch der langsamste. Vielleicht macht das Sinn. Fasermechaniten. Was denn jetzt schon wieder? Vergewisse dich, dass du ein Krankenbett und einen Arzt hast. Sorge dafür, dass jeder die richtige Behandlung bekommt. Cat Melissa Käse, ich hatte gekriegt. Was ist denn das denn? Fasermechaniten. Halbkohärente Mechaniten, die Faserbindungen im Muskelgewebe entwickeln. Sie verstärken die Kraft des Opfers, aber verursachen starke Schmerzen. Wahrscheinlich handelt es sich um einen mutierten Stamm von kraftverstärkenden Mechaniten. Ja, toll. Das ist auch wieder so ein Mist. Was mir jetzt so gar nicht gefällt. Ich will doch los. Ich will doch zu der blockierten Sonne. So funktioniert das doch nicht. Weißt du, so komme ich doch hier nicht voran. Ja, es brennt. Hat hier wirklich jemand die Trägerhütte, der Blitz getroffen? Oder was, kann die mal jemand löschen? Hallo? Kann die mal jemand löschen? Hallo? Frank? Kannst du mal hier... die hier löschen? Entschuldigung, ich wurde vom Blitz getroffen. Ah, jetzt ist sie schon... bewusstlos. Frank löscht hier mal. Oh, und dann gleich behandeln, ne? Nee, Ash behandelt ist auch wichtig. Kann denn Ash schon wieder laufen? Nee, hat jetzt ja gerade Wundinfektion schwer, sieht aber gut aus. Tatsächlich kann sie laufen. Komm, dann geh dir mal dein Schwert holen, bevor das irgendjemand jetzt hier... einschmelzt noch oder so ein Mist damit. Keine Ahnung. Wird sich gleich viel besser, gell? Und dann gehst du wieder dich ausruhen. Ja. Sehr gut. Ah, nichtsdestotrotz müssen wir jetzt langsam los. Es hilft nichts.
Wir müssen langsam los. Also Ash, wenn Ash und Zebra gesund sind, dann gehen wir. Dann gehen wir los. Würde ich sagen, Zebra, du kannst ja noch eine Waffe mitnehmen, wenn wir eine finden. Hier, sowas. Doch deine, oder? Über die sie. Mach das mal. Und dann kannst du dich weiter ausruhen. Weil uns geht jetzt hier die Nahrung aus. Was haben wir hier für eine Quest? Beatrice Petersen, christlicher Kardinal der Fraktion Südwestin, benötigt Hilfe dabei, eine ihrer Karawanen zu retten. Piraten der Fraktion, die ernsten Räuber, sind hinter der Karawane nahe Lumpiwald her. Beatrice möchte, dass du den Verfolgern ein Signal sendest. Nein, ich will die jetzt nicht zu mir locken. Antimaterie, Sprengkopf, Biologe, Plasmaschwert. Aber nein. Nein, nein, nein. Ich muss jetzt gerade mal kurz hier selbst klarkommen, damit wir los können. Ich will jetzt eigentlich diesen Sonnenblocker kaputt machen, damit die Pflanzen wieder wachsen. Das macht ja so keinen Sinn. Also, ohne Licht wächst hier nicht. Und die beiden hätte ich gerne dabei. Und ich fände, das hier bräuchte ich. Was ist denn hier? In der Umwelt gemacht. Oh Gott. Diese Wand noch machen. Aber natürlich hier nicht zumachen. Das wäre völlig sinnfrei. Und wir haben wieder hungernde Tiere im Gehege. Weil wir keinen Reis haben. Ich habe zwar hier was angebaut, aber das wächst ja nicht. Es wächst ja alles nicht. Dinger hier sind auch fertig, die Schutzwesten. Und oh, ein exzellentes Sturmgewehr sogar. Das würde ich doch fast mal ihm geben. Frank, komm, nimm du mal das Sturmgewehr. Normale LMG. Mal. Oh, die nehmen wir alle mit, die nehmen wir alle mit. Muss mit, mit. Suchen. Komm, suchen, du kannst auch mit, kannst mit der LMG rumballern. Rotterz. So, kommt schon, Leute. Du hast fast geheilt. Ash auch. Infektion ist gleich verheilt. Und auch das hier. Verstorben. Boomratte ist verstorben. Die blöde. Melissa, kannst du mal ganz kurz das hier machen? Damit auch das Gehege fertig ist. Ich habe das Gefühl, dass die irgendwie da draußen rumrennen. Und jetzt kannst du hier Fallen fertig bauen. Ist okay. So, Ash ist wieder völlig hergestellt. Jawohl, jetzt fehlt nur noch Zebra. Und dann gehen wir los. Dann machen wir uns auf den Weg. Auch wenn der Wu... ich weiß nicht, ob wir den Wu mitnehmen sollen. Der mit seinen 1000 Parasiten. Und wir sagen, lieber Affe soll der... Affe schießt aber. Verdammt. Nee, wir nehmen ihn mit. Wir nehmen ihn mit. So, sind alle gesund? So, also. Los geht's, komm. Los geht's. Wir wollen hier hin, ne? Sonnenblocker. Karawane formieren. Mal hier hin. Halber Tag. Sagen die. So, wir nehmen alles mit, was irgendwie geht, weil ich glaube, das wird ein harter Kampf. Einfach mal, dass daheim da nichts passiert. Außerdem Dromedare, 3 Stück. Sonst nichts. Verdammt.
Sollen wir einen, sollen wir Melissa zu Hause lassen? Wir lassen Melissa zu Hause. Weil die muss ja sich ein bisschen um den kümmern. So, ansonsten nehmen wir mit Schlafsäcke, Kräutermedizin, lecker Mahlzeit, alles gut. War sehr sichtbar, aber was soll's? I, nur Nahrung für 2,3 Tage. Wir brauchen ja nur eine halbe Tag, ein halber Tag. So. Let's go, Leute. Let's go. Und ich würde sagen, wie die Reise verläuft, wie der Kampf verläuft, wie viele Leute zurückkehren werden oder auch nicht, das sehen wir beim nächsten Mal. Ne, Leute? Ich würde sagen, macht's gut. Bis dann.